Willkommen zurück zu Let's Play Skyrim, The Elder Scrolls 5. Wir sind gerade im Haus von Logan und ich habe gerade mal den E-Match-Schild abgelegt und mehrere Verbesserungen haben wir gerade durchgeführt. Es geht weiter in der Rundreise. Yes, Beitrauben, die brauchen wir auch. Dringend sogar. Hier haben wir Alchemie. Im Prinzip auch schon wieder alles, was man braucht. Hier haben wir eine Feuerstelle. Ganz viele Sachen. So, zur Veranda geht es nach oben. Hier haben wir, ich glaube, das ist so eine Art Abstellraum. Dann fehlt eigentlich nur noch das Kinderzimmer, ne? Ich glaube, das Wohnzimmer, das haben wir hier irgendwo. Das dürfte dann dieses hier sein. Dann haben wir oben noch ein paar Zimmer. Da gehe ich jetzt auch mal gucken. Genau, wir haben hier die Schlafstube. Dann ist aber das Kinderzimmer nicht da. Langes Leben euch, Tane. Dann haben sie mich, glaube ich, Toll. Dann haben die mich übers Ohr gehauen. Die Ärsche, die haben das Kinderzimmer nicht gemacht. Kacke. Naja, noch haben wir keine. Dauert wahrscheinlich auch noch ein bisschen. Wahrscheinlich bis zur dritten Staffel. Ich bin in einem kleinen Dilemma. Ich weiß nicht, ob ich Morrowind vorher machen soll als vor Dawnguard. Aber ich glaube, ich ziehe Morrowind vor. Weil uns dort noch ein paar geile Zusatzsachen. Ja, noch ein paar geile Zusatzsachen entgegenkommen werden, die uns helfen werden. So. Hilft den Einwohnern von Harfinger, das habe ich doch schon. Hey, wollt ihr Fang spielen? Klar, Fang spielen hört sich toll an. 5, 4, 3, 2, 1, los! Kurt ist dran, lass. Oh. Ihr kriegt mich nicht. Okay, wir spielen mit Kindern. Oh, die rennen ganz schön schnell. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu schnell für euch, Leute. Ey, der ist ja wie ein Creeper, der rennt einen hinter. Ha! Hoho! Ich bin über eine Brüstung gesprungen und hab's überlebt. Jetzt rennt er wieder zurück. Ha! Doch der von der Akademie. Hab schon von euch gehört. Ja. Ich dachte, dass Abenteurer ein gefährlich aussehender Haufen sind. Papa sagt, dass ich Rockwehr nie mehr wiedersehen werde. Aber er wollte mir nicht verraten, warum. Das ist echt gemein. Er wollte nicht sagen, warum. Ja, warum wohl? Super, wir haben eine Dauerquest, die ich nicht loswerde. Wir haben so viele Sachen. Ingun, Batcher. Okay. Finde das Schwert des Roten Adlers.
Gott, das ist ja auch am Arsch der Welt. Okay. Mal alles eben aktivieren. Mal gucken, wo was alles ist. Wir haben einen Stein von Barrensia hier oben. Zwei sogar. Was ist das? Erforsche die Legende von Gauldur. Das ist in Volkondur. Okay. Ups. Toll, verklickt. Hast du gut gemacht. So, da. Verbotene Legende. Die machen wir mal eben. Weil sie hier nämlich noch oben im Norden ist. In der Nähe vom Lehrlingsstein. Wir gehen zu Fuß dorthin, weil es nicht weit entfernt ist. Da lohnt sich Schnellreisen schon gar nicht mehr. Da in die Richtung. Ich habe gerade die Orientierung verloren. Okay, ich hätte gerne unerbittliche Macht. Schwert habe ich ausgerüstet, na ja. Wusch. Hey, wollt ihr Fangen spielen? Nee, danke. Okay. Wir haben einen Zufluchtsort hier. In Einsamkeit. Oh, Headset rutscht immer hin und her. Gefällt mir überhaupt nicht. Dum, 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 dum. Wir werden die Legende von Gauldur entforschen. Wir lassen Janassa mal draußen liegen, weil es wahrscheinlich dort gegen Trauger geht. Dann machen wir das erstmal alleine. Was wollt ihr, Kaiserlicher? Hast du einen Arsch offen? Penner. Lasst eure Hände in euren eigenen Taschen, diebische Schlange. Der hat's anscheinend in sich. Ist das Fell, das euch da aus den Ohren wächst? Alter, lasst mich mal alle in Ruhe. Jeder hat einen Spruch abzulegen, ne? Echt, jeder hat einen Spruch. Cutlers Hof. Waren hier nicht irgendwie... Ne. War bestimmt gar nichts. Da unten ist eine Feuerstelle. Ja, da ist eine Feuerstelle. Komme ich überhaupt runter? Ja, komme ich. So, dann ist Gauldur. Den braucht niemand. Heiltrank einfach so liegen lassen. Frechheit. So, wir müssen auf Janassa warten, eigentlich. Da ich es auf ab. Scheiße. Wow, eine Libelle auf Angriffskurs. Gut, da kommt sie angelaufen. So. In diese Richtung will ich. Wie sieht das denn hier unten aus? Geil, geiler Schatten. So, eigentlich wollte ich hier nicht hin. Boah, ich dachte schon, hier wäre jemand. Todesglockenblumen, davon habe ich schon reichlich, also die brauche ich nicht. Was sind das? Eisenerz, War hier nicht eben so ein Stein? Boah, hast du mich erschreckt. Tu das nie wieder.
Aua. Scheißviecher. So, wo geht's nochmal nach Gaul? Da, in die Richtung. Achso, das ist mein Schwert. Total nass. Nicht nass hier. Oh, Entschuldigung. Wollte ich nicht. Ich habe ja ein Herz für virtuelle Menschen, deswegen weiß ich, dass das ihr wehgetan hat. Dahin ist die Legende. Zumindest soll die da hinten sein. Was ist denn hier passiert? Heilige Mutter Gottes. Ich habe so das Gefühl, die wurden gefressen. Und das ist nicht lange her. Der Exodus. Okay, wir haben eine Herstellung. Was ist denn da drin? Karotten. Eigentlich nichts Besonderes. Ein Hund. Kommt der Legende näher. Da hinten ist so eine Art... Ist das eine Höhle? Okay, bevor ich dorthin gehe, zur Vollkontur, würde ich mal da entlang gehen. Mal dort kurz gucken. Was ist denn das hier? Oha. Gestohlene Schatten. Gut, Taschendiebstahl verbessert. Hier war vor kurzem jemand. Naja, ist mir ja auch recht. Nun werden wir die Legende erforschen. Ich werde auch gleich nochmal die Missionsbeschreibung lesen. Da sind wir. Ich habe in Sartal eine kryptische Botschaft auf dem Leib eines mächtigen Drauge gefunden, die ihn für seine einzigen Verbrechen verdammt. Was hat er getan? Warum hat man ihn mit einem zerbrochenen Amulett begraben? Ein Reh. Unbedeutend. Ein Buch. Dinas Valens Tagebuch. Erfahre von Dinas Valen die Wahrheit. 18. Morgenstern und so weiter. Wie lange ist es her, dass ich die Gauldur-Legende zum ersten Mal gehört habe? 80 Jahre? 100? Ich kann an nichts anderes mehr denken. Ich stehe kurz vor dem Ziel. Nach Jahren der Suche habe ich die Elfenbeinklaue endlich bei einem Sammler in Braville aufgespürt. Sein Tod war unvermeidbar. Aber nun habe ich sie. Endlich habe ich sie. 22. Morgenstern. 3 Tage durchgeritten. Ich habe Anvil von meinen Verfolgern erreicht und eine Überfahrt auf der Eisläufer gebucht, die erneut nach Einsamkeit aufbricht. 29. Morgenstern. Die anderen Passagiere beginnen Verdacht zu schöpfen. Als ich von Abendessen zurückkam, erwischte ich einen Barbaren dabei, wie er in meiner Kabine herumwühlte. Er hätte die Klaue fast gefunden. Wäre der Kapitän nicht eingeschritten, hätte ich ihm die Haut bei lebendigem Leibe abgezogen. Ich hatte gehofft, die Reise alleine in meiner Kabine verbringen zu können, um meine Notizen durchzugehen und Zauber vorzubereiten, aber ich muss etwas von mir ablenken. Ich muss mich unter die Leute mischen, so tun, als sei ich lediglich irgendein hundsgewöhnlicher Magier. Vorerst, zumindest. 2. Sonnenaufgang. Der Barbar behauptet, er sei ein Abenteurer, der sein Glück in den Ruinen von Himmelsrand suche, zusammen mit seinen Gefährten. Vielleicht kann ich das zu meinem Vorteil wenden und sie als Futter für die Fallen und die Drauge in den Grüften ausnutzen. Ich kann die Gier in ihren Augen sehen.
Ja, das sollte funktionieren. 3 Wochen bis Einsamkeit, sagt der Captain. Oder Kapitän. Wenn ich diese Schwachköpfe noch länger ertragen muss, werde ich schwimmen. 27. Sonnenaufgang. Mit den Barbaren, unseren Gefährten im Schlepptau, ging es durch den Sumpf nach Folguntur, wo wir uns unser Lager für die Nacht aufschlugen. Seit meiner ersten Expedition vor 10 Jahren hat sich nicht viel geändert, aber dieses Mal habe ich die Klaue und ich werde das Amulett bekommen. Ich verbrachte die ganze Nacht damit, eine Zusammenfassung meiner Notizen zu Papier zu bringen. Für den Fall, dass ein Fragment der Erzählung oder ein Detail der alten Sagen nötig wäre, um die Schutzzauber in den Grab zu umgehen, dann warf ich all meine Bücher und Schriften ins Feuer und verwandelte mein Lebenswerk in Asche. Heute ist der Tag der Abrechnung. Endlich da. Wenn ich das Amulett nicht haben kann, soll es auch sonst niemand bekommen. Interessant. Ich nehme es mal mit. Wir haben einen Drachen. Ich habe es am Flügel schon gehört. Übrigens, was ich erwarte, wegen dem Wort Klaue, ist eine Macht. Also sprich, ein mächtiger Trauge und eine Machtform, denke ich. Okay, was nehmen wir denn? Todeszeichen auf den Drachen? Ja, warum nicht? Folguntur entdeckt. Bleib doch mal hier. Du Scheißdrache. Toll. Ich denke, ich kriege jetzt so ein super geiles Toll, ne? Ja, ist ja schon gut. Ich gehe ja schon rein. In der nächsten Folge übrigens werden wir Folguntur. Ja. Erkunden. Das Problem ist, sie muss hier bleiben. Wir beide sind vom gleichen Schlag. Ich freue mich, euch kennengelernt zu haben. Wartet hier. Wie ihr wünscht. Bis dann.